Was kosten uns die Krisen dieser Welt, etwa die Flüchtlingskrise? Was bedeutet es, wenn die EZB es nicht schafft, mit Null- oder sogar Minuszinsen die Konjunktur wieder ins Laufen zu bringen? Was bedeutet es, wenn das Weltwirtschaftswachstum möglicherweise stagniert, wenn China ausfällt? Krisen über Krisen, vielleicht auch eine Krise des Kapitalismus, das möchte ich besprechen mit Professor Hans-Werner Sinn, Präsident des IFO-Instituts, den ich sehr herzlich begrüße. Vor lauter ökonomischer Krisen wissen wir ja gar nicht mehr, wie die Lösungen aussehen können. Können Sie uns Lösungen präsentieren? Also wenn ich die Lösungen hätte, wäre ich glücklich. Aber die Lösung ist bestimmt nicht jetzt einfach so weiterzumachen, sondern man muss auch mal den einen oder anderen Konkurs einer Bank, eines Staates akzeptieren. Das ist so ein Reset-Knopf, auf den man drückt und dann kann es wieder losgehen.